Der Wiener Neustädter Kanal wurde einst als schwimmende Lastenstraße konzipiert und ist heute ein Naherholungsgebiet, ganz besonders in herbstlichen Lockdown-Zeiten. Der Wiener Neustädter Kanal wurde 1803 in Betrieb genommen und bis auf 63 Kilometer Länge ausgebaut. Transportiert wurde vor allem Holz, Ziegel und Kohle aus dem Raum südlich der Donau bis nach Wien. Hier im Stadtmuseum gibt es eine recht umfangreiche Ausstellung momentan über den Kanal und auch ein Modell von diesen Schiffen, die zum Transport benötigt wurden. Genau, wir haben die Ausstellung eigentlich seit 2018 hier in unserem Haus. Das Modell, das Sie hinter mir sehen, das ist im Maßstab 1:2. Das heißt, die echten alten Kanalboote waren eigentlich doppelt so groß. Und dieses Modell, auf das sind wir wirklich sehr stolz, haben drei Schüler der HTL Mödling für uns gebaut und soll einfach den Besuchern veranschaulichen, wie groß diese Boote waren. Aber nicht nur Schüler fasziniert der Kanal, sondern auch etwas ältere Personen, die sich schon lange mit dem Kanal beschäftigen. Es gibt viele Publikationen. Wir haben Kontakt zu einigen Experten, Kanalexperten, wie wir sie nennen. Und die beschäftigen sich wirklich schon Jahrzehnte oder ich sage jetzt einmal ein Leben lang mit dem Kanal und haben auch publiziert und die Bücher sind hier bei uns im Museum erhältlich. Spätere private Eigentümer vorrangig Bahnprojekte verfolgten und wichtige Teile des Wasserwegs zur Bahntrasse umwidmeten, ging die Kanalschifffahrt ab 1879 stark zurück und hörte noch vor dem Ersten Weltkrieg ganz auf. Geplant war er eigentlich weiter, man hätte sollen bis nach Triest gehen mit dem Kanal, aber das war so damals so ein Unterfangen, das wäre so und so nie möglich gewesen. Zwischen den Weltkriegen betriebene Trockenlegung des Wasserlaufs konnte von den Nutzungsberechtigten am Kanalwasser teilweise abgewendet werden, bis schlussendlich das Land Niederösterreich den Großteil des auf 36 Kilometer verkürzten Kanals übernahm und ihm als Erholungslandschaft eine neue Hauptfunktion gab. Heute ist der Wiener Neustädter Kanal ein eher Erholungsgebiet? Ja, ein Naturerholungsgebiet mit einem Radweg, der Eurovelo 9, ein europäischer Radweg, der quer durch Europa geht, geht direkt dran vorbei. Und ich glaube, viele Leute benutzen ihn als Spazierweg, als Radweg und als Erholungsoase. Und er hat auch einige schöne alte Brücken, die werden ja auch weitererhalten. Genau, es sind eigentlich die Brückenbauwerke noch zum Teil erhalten, zum Teil auch die Originalbrücken. Zwei Originalbrücken sind auf Treskirchner Ortsgebiet, da sind wir sehr stolz. Und manche, sie müssen natürlich renoviert werden, saniert werden. Manche werden manchmal auch verunstaltet mit verschiedenen Geländern und Absperrungen. Aber eigentlich ist er noch erhalten. Das Museum hat ja leider momentan Corona-bedingt geschlossen. Aber wenn man jetzt für Weihnachten zum Beispiel ein Buch oder diese CD schenken möchte, wie kommt man dazu? Ja, am besten auf unserer Homepage finden Sie eine E-Mail-Adresse. Da können Sie mich anschreiben oder auch anrufen und wir verschicken diese Bücher und Filme gerne zu Ihnen nach Hause.